Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 7, meine lieben Zerberster und Zerbersterinnen. Ich möchte ganz kurz daran erinnern, falls es noch so sein sollte, könnte es sein, dass der Open-End-Livestream gerade auf www.twitch.tv/gtimetv immer noch am Laufen ist, wenn die Zeit sich bis dahin verlängert hat. Sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich wahrscheinlich jetzt anfangen zu streamen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wenn euch die Videos gefallen von Craft Attack, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Und jetzt gehen wir mal auf das große Thema ein, was heute geplant ist. Freunde, ich habe ja schon die ganze Zeit angekündigt, dass wir hier unten sehr, sehr viel technischen Kram in diese Höhle reinbauen möchten. Und ich gehe jetzt mal mit euch über den Aufzug nach unten und wir sind auch schon fast da bei dem, was ich heute mit euch gerne machen möchte. Denn ich möchte gerne unsere Superöfen hier endlich in Betrieb nehmen und vorbereiten. Und da werden wir uns heute dran machen. Ich habe mir da ein echt gutes Video rausgesucht. Ein Tutorial ist ein amerikanisches Video von einem Superofen, der relativ simpel zu bauen ist und auch seine Zwecke vollkommen erfüllt, so wie wir das brauchen. Und deswegen würde ich auch sagen, wir schnacken gar nicht lange um den heißen Brei. Ich würde jetzt eine Timelapse aufnehmen, wie ich den einen Ofen hier baue und danach kümmern wir uns wahrscheinlich darum, hier noch mit unserem Blaze Furnace auch noch sowas zu bauen. Also auf geht's, 3, 2, 1, let's go der Hase. Wir werden jetzt hier unten schön anfangen, den Superofen reinzubauen. Okay, Freunde, ich habe jetzt soweit den Ofen hier fertig, die eine Seite zumindest. Und deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell hin und dann zeige ich euch mal das Ganze oder demonstriere euch, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier zwei Minecarts. In dem einen habe ich jetzt schon so ein bisschen Sand reingepackt, weil ich gleich Glas schmelzen will. Und das andere Minecart, das steht hier hinten und da habe ich eine Kiste drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon leer gelaufen ist. Da habe ich Kohle reingetan. Die ist jetzt in das Minecart gelaufen. Und wenn ich jetzt hier hingehe und quasi diesen Schalter umlege, dann sollten die beiden Minecarts die ganze Zeit hin und her fahren und quasi die Öfen mit Stuff beliefern. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze einfach mal. 3, 2, 1, auf geht's. Oh, das war ein bisschen schnell. So. Und jetzt seht ihr das, die befüllen sich hier und werden dann nach und nach schön mit Stuff beliefert. Und die Minecarts, die fahren jetzt hier auch schon die ganze Zeit schön hin und her. Und das läuft alles sehr gleichmäßig und wir tun hier gerade alles schön einschmelzen. Warum der letzte Ofen hier hinten? Ah, okay, alles klar. Da ist mir eine Schiene reingefallen. Deswegen hat er nicht funktioniert. Ist aber nicht schlimm. Der hat sich jetzt relativ schnell wieder hier auch nachbefüllt. Und da seht ihr das auch. Das Ganze funktioniert eigentlich richtig gut parallel. Klar, irgendwann geraten die so ein bisschen aus dem Takt, die beiden Minecarts. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir lassen die jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her fahren. Man kann sogar hingehen und zwischendurch einfach mal hier dieses Minecart kurz öffnen, um reinzuschauen, wie viel Stuff noch drin ist. Das ist jetzt mittlerweile leer. Das heißt, wir können jetzt einfach quasi hier diesen Hebel umlegen und dann zack, fährt das Minecart in die Ausgangsposition wieder zurück und alles wird eingeschmolzen und läuft dann hier unten in die Kiste rein. Und voilà, wir haben einen Super Furnace, der relativ easy und schnell funktioniert. Also ihr seht, man kann da ruckzuck mal eben schnell so einen Stack, ja, einschmelzen. Das geht wirklich, wirklich schnell. Und das Ganze will ich natürlich gerne auch hier auf der Seite bauen. Das heißt, wir müssen hier die ganzen Blaze Furnace, die müssen wir auf jeden Fall abreißen und fangen dann hier an, quasi parallel dasselbe, was wir da gebaut haben, nochmal hier zu bauen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal so ein bisschen was ausheben und Platz machen. Ihr habt das ja vielleicht gerade in der Timelapse gesehen. Da musste ich auf jeden Fall ein bisschen Platz schaffen. Ich wollte das erstmal in der Timelapse alles bauen, weil ich mir nicht sicher war, wie kompliziert und wie lang das Ganze dauern wird. Es geht doch relativ einfach und ich glaube, das kriege ich auch freihand jetzt mittlerweile abgebaut. Allerdings, und das ist jetzt das größere Problem,
fehlen mir mittlerweile die Materialien, um das zu bauen. Also wir brauchen jede Menge Holz und so. Und das heißt, ich muss das erstmal alles zusammenfarmen. Aber ihr habt jetzt schon mal so zum Teil gesehen, wie man diesen Ofen hier quasi baut. Und ihr seht ja auch, er funktioniert wirklich einwandfrei. Das nächste, was ich auf jeden Fall machen werde, wenn die beiden Öfen fertig sind, ich werde hier hinten nochmal ein bisschen was ausheben und dann soll hier noch eine Bambusfarm und jeweils auf der anderen Seite auch eine Bambusfarm hin, die ganze Zeit das quasi mit Bambus beliefern, so dass sie einen unendlichen Brennstoff haben, die beiden, die beiden super Furnace, wenn man das so sagen kann. Ich bin noch am überlegen, ob wir das sogar für den Smoker bauen, dass es hier hinten dann reingeht und dann ist hier nochmal quer für den Smoker für Essen sowas. Aber ich bin schon sehr, sehr zufrieden. Also ich finde das richtig, richtig cool, wie wir das Ganze hier so gebaut bekommen haben. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann werden wir gucken, dass wir das auf der anderen Seite auch gemacht kriegen. Eieiei, wir haben schon wieder hier unten sehr viele Iron Golems. Da müssen wir mal so ein bisschen gucken. Die kommen hinten von der Villager Farm, ist das Problem. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Eisen noch drin. So, Kollege, geh erstmal schön auf Seite jetzt hier ganz schnell. Die werde ich dann jetzt gleich mal eben schnell hier wegnatzen müssen. Es gibt einen kleinen Trick, wie ich das am besten machen kann. Ich mache das mal eben schnell. Ah, ich muss mich nur ein bisschen beeilen. So. Hier oben kann er mich nämlich nicht erwischen, der Iron Golem. Und dann können wir den hier schön in Ruhe wegklatschen. Dasselbe machen wir jetzt mit dem da hinten auch. Ich esse mal eben kurz was. Und dann natzen wir den mal eben schnell um, damit die hier weg sind und wir unsere Ruhe haben. So, zack. Ja, da kommt er auch schon angelaufen. Dann gehen wir direkt wieder hier hoch. Ja. So, dann kriege ich den hier auch wieder erwischt. Zack, 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 zack. Sehr schön, dann haben wir das auch erledigt. Ja, ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich mit Basti spreche, also Basti zockt, dass wir mal gucken, dass wir wegen unserem Holzproblem schauen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen, weil Holz ist echt momentan so eine Sache, da haben wir richtig, richtig Probleme mit momentan. Also Eisen ist gar kein Problem mehr. Eisen haben wir so viel, Leute, das ist echt nicht mehr normal. Aber wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall an massig Holz kommen. Holz ist eine Sache, die irgendwie... Also ich weiß nicht, die haben wir sogar noch weniger als Diamanten oder alles andere irgendwie. Obwohl wir einen Dschungel im Hinterhof haben, wenn man das so sagen kann. Aber Holz fehlt uns hier zuhauf. Und ohne Holz können wir die ganzen Hopper und alles, was wir brauchen, nicht bauen. Und das ist ein Problem. Ich werde jetzt mal eben mein Inventar so ein bisschen leeren, damit wir erstmal wieder ein bisschen Platz da drin haben. Und die ganzen Sachen sich hier schön einsortieren können. So. Dann können wir nämlich gleich nochmal schauen. Vielleicht kriege ich schnell ein bisschen Holz aufgetrieben, dass wir schon mal so ein bisschen den Anfang von dem nächsten Ofen machen können. Ansonsten, wie gesagt, werde ich die dann in einem Livestream fertig bauen. Das sollte ja weniger das Problem sein. Aber ihr seht schon, hier hinten haben wir jetzt Reefed, ne? Das ist so eine Sache, die hat jetzt hier ihr Haus gebaut. Und ich kann natürlich jetzt hier nicht hingehen und diese ganzen Bäume hier abreißen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sind sogar von ihr gebaut. Ich bin mir da aber jetzt nicht zu 100% sicher. Ich habe sie jetzt auch schon länger nicht mehr im Spiel gesehen. Kann sein, dass sie zurzeit eine Pause macht oder so. Aber hier haben wir natürlich unseren Dschungel, wo wir ganz viele Holzbäume, also ja, Holzbäume, alles klar, Kevin. Wo wir natürlich ganz viele Bäume abbauen können, ja. Das ist nicht das Problem. Allerdings müssen wir trotzdem gucken, dass wir das Holz immer wieder manuell farmen. Und das nervt so ein bisschen. Und jetzt will Kunga was, jo. Dim, 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 dim. Wir bauen jetzt eben erstmal schnell hier das ganze Holz ab, was wir noch so nebenbei mitnehmen können, damit wir ein bisschen Stuff bekommen. So. Zack, zack. Okay. Und dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Du hast doch eine Gunpowder Farm, oder? Ja. Kunga. Ja, haben wir. Nehme aber gerade auf, Digi. Schreibe ich ihm jetzt mal. Weil es ist immer ein bisschen doof, wenn ich am Aufnehmen bin und dann nebenbei die ganze Zeit am Schreiben bin. Ist für euch ja auch ein bisschen doof dann anzugucken, ne? Wenn ich die ganze Zeit abgelenkt bin und hier jemanden dann schreibe und so. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal wieder schnell hoch und zurück. Dann haben wir ein bisschen Holz und dann werde ich gucken, dass wir in Kürze anfangen, dann diesen zweiten Ofen fertig zu bauen. Ja, also ihr habt jetzt gesehen, der eine funktioniert einwandfrei. Wir müssen noch dahinter die Bambusfarmen bauen. Das werde ich wahrscheinlich vielleicht auch nochmal dann in einem extra Video machen. Müssen wir mal gucken. Meine Güte, was hat die denn? Ich bin hier mitten in diesem Panda-Gehege drin. So, gehen wir mal schnell drüber. Ja, dann werden wir, wie gesagt, gucken, dass wir da diese Öfen fertig gebaut kriegen und dann kommen da noch die Bambusfarmen hinter. Wenn ich das schaffe, mache ich das auch in der Folge und ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass euch der Ofen gefällt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Und ansonsten, wenn ihr natürlich weiterhin Ideen habt, was noch so alles bei uns unten in die Basis rein soll, die soll natürlich gerade im Open-End-Livestream sehr, sehr viel stylisch Fortschritt machen. Das heißt, ich werde hier sehr viel
an dem Aquarium und so arbeiten im Open-End-Livestream, weil da haben wir ja mehr als genug Zeit wahrscheinlich dafür. Das heißt, wir werden da unsere Basis richtig, richtig krass ausbauen. Wenn wir dann irgendwann nach den vorproduzierten Videos weitermachen, werdet ihr euch wundern, wie heftig das Ganze hier dann plötzlich aussehen wird, weil ich im Stream sehr viel Vollgas gegeben habe. Deswegen lasst euch auf jeden Fall die Streams nicht entgehen. Sollte der Open-End-Livestream natürlich noch laufen, ist die Voraussetzung. Und ansonsten, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder oder im Livestream. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.